mal ob's raus, ich bin's dann vorbei, Snyder Edge, willkommen zu einem neuen Kanal. Heute haben wir wieder Tops Magic Decks Europameisterschaftskarten am Start. Und wie ihr schon seht, 4 Echo Packs haben wir hier mit jeweils 3 Päckchen plus einer Limited Edition Karte. Das heißt, 4 Limis haben wir heute hier auf dem Tisch. Und an der Stelle natürlich großes Dankeschön an Tops, die das Video erst ermöglicht haben. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Schöne, kurz, kleines Review, 7,50 € kostet das Ganze. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. Und raus kommt folgendes. 2 normale Päckchen und dann ein weißes Päckchen, in dem halt, ja, auch nochmal Karten drin sind, plus halt eine Limi, würde ich zumindest vermuten. Und die anderen Päckchen sind, soweit ich weiß, einfach, ja, normale Standi-Päckchen mit den Orts hier drauf. Wir hoffen natürlich heute wieder auf Chrome Shield Karten, besonders auf Energy Karten, die sind sonst nur einmal in jedem Display, die wären natürlich cool zu ziehen, auch die Black Edge Karten und natürlich wie immer auch Autogramme, da haben wir bisher noch keins gezogen, wäre natürlich ein cooles Ding, aber die sind sehr, sehr selten. Ich gönne euch natürlich auch den Code heute wieder, also der schnellste von euch kann den einlösen in der Matchdecks App und ja, und bekommt ihr digitale Karten sozusagen von uns geschenkt, würde ich so mal sagen. Rasmus Højlund ist unser erster Blue Crystal Parallel, sehr, sehr nice. Dann haben wir eine Legende mit Gigi Buffon, Legend Signature Style, auch die sehr, sehr coole Karten und auch relativ selten, also jetzt nicht super selten, aber schon wirklich nur so eine in allen paar Päckchen. So, der nächste Code. Dann Patrick Schick, Hero-Karte Baumgartner. Ich will irgendwie immer Baumgartlinger sagen. Über Jahre, Jahrzehnte gefühlt Baumgartlinger gesagt. Jetzt kommt da so ein Baumgartner. Ultimate 11 von Gigi Donnarumma. Und dann kommen wir schon zum letzten, zum dritten und letzten Päckchen aus dem ersten Echo-Pack. Und ich glaube, die erste Karte ist gleich die Limi. Und so ist es. Und es ist Theo Hernandez Euro Master Limi. Also ich glaube, die ganzen Limis sollten diese Euro Master sein. Gefallen mir sehr, sehr gut, diese Limis. Aus diesem Mix aus so einem, ja, der Hintergrund ist eher so matt glänzend, was ich sehr schick finde. Dann teilweise zum Beispiel Limited Edition oder hier auch diese Euro Master ein bisschen erhoben. Sind schon sehr, sehr coole Karten. Lukaku, Centurion von Eriksen. Dann haben wir Vlahovic als grüne Parallel. Und dann noch ein paar Base-Karten. Und das war auch schon das erste Echo-Pack. Nicht lang schnacken. Und wir kommen zum nächsten. Bei den Limis hoffen wir natürlich, dass wir möglichst keine Doppelten ziehen. Und leider habe ich auch gerade nicht so auf dem Schirm, welche uns noch fehlen von denen. Oder ob wir schon alle haben oder wie auch immer. Ich werde erst nach dem Video nochmal einige Karten sortieren. So, sehr, sehr nice. Grüne Crystal Parallel von Jamal Musiala. Dann haben wir Patterson. Und zwei Base. Also bisher, ja, zwei grüne, ein blauer Parallel und noch eine Legende ist in Ordnung. Aber noch keine von den ganz seltenen Karten. Da haben wir Lukaku, Eriksen. Die nächste Blue Crystal ist von Declan Rice. Und das weiße Päckchen mit unserer Limi. Und es ist Marcelo Brozovic für Kroatien. Nochmal Rice als Base. Dann haben wir Bonucci. Wir haben Guardiol. Dann haben wir Chomini. Nächste Grüne, also viele grüne Parallels heute. Und drittes Echo Pack.
Code. Vlahovic, Robertson, dann Mukoko und ein paar Basekarten. Nächster Code. Dann haben wir Mvene, Immobile, Oblak, dann eine Blue Crystal von Burca, oder Bursa, und zu guter Letzt Capitano, Captain Ilkay Gündoğan. Und wir kommen zur dritten Limi. Und das ist für Slowenien Benjamin Šeško. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Starke Saison gespielt bei Leipzig. Besonders in der Rückrunde. Dann ist Simon Kjær, Xhaka und Patrick Schick ist die nächste Grüne. Und wir kommen schon zum vierten und letzten Eco-Pack für heute. Wir haben die nächste Ronaldo-Karte, Golden Goalscorer. Und wir haben Marin für die Rumänen, der nächste Rumäne als Blue Crystal. Und wir haben sogar wirklich eine Chrome Shield Karte. Ich war mir gerade unsicher, aber wir haben tatsächlich eine Chrome Shield Karte. Hoffentlich eine, die uns noch fehlt. Stanzio, Courtois, und es ist Jan Sommer für die Schweiz. Sehr, sehr nice. Ich glaube, der fehlt uns noch. Der kommt mir unbekannt vor. Sehr, sehr nice. Chrome Shield Jan Sommer, Keeper für die Schweiz. Sehr, sehr nice. Chrome Shield Karte Nummer 9. Sehr, sehr cool. Damit haben wir wenigstens eine von den selteneren Karten gezogen heute. Und mal schauen, was unsere letzte Limi ist. Es ist von Schottland, Scott McTominay. Und natürlich hier der Code. Also vier verschiedene Limis, das war wichtig. Und noch eine Lila in der Parallel. Erstmal Xavi Simons und dann Antonio Silva für Portugal als lederne Parallel. So, das war's auch mit den vier Echo Packs. Vier verschiedene Limbis haben wir bekommen mit Hernandez, Brozovic, Šeško und McTominay. Und dann natürlich noch Jan Sommer als Chrome Shield Karte. Sehr, sehr cool. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder hier bei West United. Ciao, ciao.